Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 10. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Also nicht wundern, wenn ich vermittle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, anderes ist als in westlichen Horoskopen. Die indische Berechnung ist präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Es gibt vier Grundelemente. Die Feuerelement, was hier sichtbar ist, die Aktivität und die Begeisterung, gehört dazu die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Schütze. Die Erde-Element gibt uns die Bodenständigkeit, die Realität, hat mit unserem Erde auch etwas zu tun und mit dem Natur dazu gehört Steinbock, Stier und Jungfrau. Die Luft-Element schenkt uns Leichtigkeit, Gedanken, Ideen und vermittelt Worten, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und dazu gehört die Tierkreiszeichen Waage, die Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Zwillinge. Wasserelement hat mit unseren Träumen, Intuitionen, Inspirationen, mit unserem Unbewussten und mit unseren Gefühlen etwas zu tun. Dazu gehört die Tierkreiszeichen Krebs, Skorpion und die Tierkreiszeichen Fische. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Schütze und zeigt die Monatsthemen und das ist die Begeisterung, die Aktivität, aber wichtig ist erkennen die Richtung. All das, was uns gerade begeistert, das soll das Ziel sein. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Das schenkt natürlich die Luftelement, die Ideen und die Bedürfnis nach einem gewissen Freiraum. Dieser Mondhaus, wo die Mondbewegung ist, heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet das 100 Ängste und 100 Glück. Solange, bis wir an etwas zweifeln oder Ängste haben, blockiert. Und genau das vermittelt die heutige Mondenergie. Zweifel, Angst überwinden und dann sind diese Glückssternen wirksam. Die 100 Glück. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist wichtig, wenn wir etwas in Bewegung setzen, auf unseren Träumen, auf unseren Gefühlen achten. Und für die männlichen Personen, weil Mars ist eine männliche Energie, ist wichtig, auf die Gefühlen achten. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation, ist in Tierkreiszeichen Schütze mit diesem Feuerelement, neigen wir dazu, schnell etwas sagen, was wir vielleicht später bereuen. Jupiter zeigt unsere Größe, vermittelt die Gerechtigkeit und damit meine ich die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet den Augen auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich im Skorpion, zeigt eine gewisse Tendenz zum Wandlung und dass wir das besser beobachten sollen, was wir sowieso fühlen, hier bei Wasserelement. Venus ist der Planet der Liebe, das ist die weibliche Energie, ist auch in Skorpion. Skorpion gehört zum fixen Tierkreiszeichen und möchte etwas festhalten oder befestigen. Und bei Damen ist es wichtig, das ist eine weibliche Energie, also bei uns Frauen, ich gehöre auch dazu, ist wichtig, dieses Bedürfnis auch wahrnehmen, etwas befestigen.
aber nicht festhalten. Und das ist die Transformation, loslassen und, was wichtig ist, aber befestigen. Saturn belehrt uns und zeigt die Richtung, und das ist die Tierkreiszeichen Schütze, unseren Wünsche bewusster wahrnehmen und das im Ausdruck bringen. Das ist die Richtung, wo wir uns bewegen sollen. Es sind vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser, und wir können das leicht erkennen, dass die Feuer- und Wasserelement betont ist. Mond hat natürlich eine große Wirkung auf die Tagesereignisse, also die Luftelement bekommt auch eine Bedeutung, aber es fehlt die Erdeelement, die Bodenständigkeit oder die Richtung, mal um die Werten kümmern, um die Finanzen kümmern, das gehört auch zum Erdeelement. Wenn wir in diese Richtung schauen und das bewusster wahrnehmen, haben wir mehr inneren Gleichgewicht. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, bewegt sich im Widder, zeigt auch Neuanfang. Neptun zeigt die Träume und das ist den ideenreichen Wassermann. Das ist natürlich eine inspirierende Kraft. Und Pluto zeigt die Macht über uns selbst, diese inneren Kraft, diese Überzeugungskraft. Und das ist die Schütze. Wir haben zurzeit sehr starke Schütze-Themen. Welche Verbindungen sind wichtig? Mond hat in Verbindung zum Mars, Mond- und Mars-Verbindung in harmonischen Verbindung. Hier handelt es sich um Gefühle und bei Mars-Energie, was auf die männlichen Personen wirkt. Das bedeutet, die Männer nehmen ihren Gefühlen bewusster wahr und das zeigen sie nach außen. Und die Mond ist eine weibliche Energie, das heißt, wir Frauen empfangen das. Mond steht mit Merkur, auch eine schöne Verbindung, Mond- und Merkur-Verbindung, eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Mond und Saturn kommt auch in Verbindung gegen Abend und das bedeutet, unserem Gefühlen ernst nehmen, bedeutet auch Grenzen setzen, wenn jemand uns verletzt. Nach Sonnenuntergang kommt Neptun in Verbindung zum Mond, Mond-Neptun-Verbindung, und sie wirken gemeinsam. Und das sind die Träume, die Sehnsüchte, die Gefühle werden sehr intensiv sein. Und das nach Sonnenuntergang wirkt, also im Spätabendstunde und natürlich auch im Nacht wird das wirksam sein, kann bedeuten, dass heute etwas Wichtiges träumen und wir sollen auf diese Träume auch beachten. Das ist die Sprache der Seele. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Diese Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihren Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@
dendera.susanna.medici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.